Let's go! Naja, passt ja. Was ist, wenn wir jetzt einmal links abbiegen? Da, bei der Kreuzung da vorne. Nur kein Mama. Nochmal testhalber. Finde ich gut, dass das ein Game ist, wo es an bestimmten Stellen zwischenspeichert. So jetzt, also. Nicht nur an offensichtlichen Speicherpunkten. Mhm. Mama. Und wieder kurz hängen bleiben, bitte. Danke. So, weiter geht's. Achso, da ist er auch blockiert von einem Waggon. Dann ist doch gescheiter geradeaus. Geht eh nicht. Ja. Na denn. Auf. Und jetzt lass dich nicht überraschen. Von den Kühen. Da geht der Moon im Hintergrund. Das sind halt Mutantenkühe. Also quasi Mühe. So, jetzt könnt ihr schon kommen, liebe Viecherl. Jetzt haben wir euch im Blick. Licht haben wir eh genug. Also, ja, da. Und schon drüber kommen wir da. Na. Ja, schaut schon besser aus. No? Weg so. Geh weg. Oh, den habe ich jetzt gar nicht bemerkt. Habe die Ehre, was ist denn da los? Dann vielleicht kurz mal R2 antippen. Achso. Das wollte ich nicht. Dass er sich Ding wischt, weißt du? Boah, jetzt hab ich bräselt. No? Es ist der Nachteil bei der Schrot, gell? Boah, ist er gleich angesiedelt. Sag einmal, irgendwann müssen wir die Dinger doch einmal ausrotten, sozusagen. Zumindest für da. Jawohl. Das hab ich gemeint. Das war ja L2. Ah, L2. Oh! Aha. Ja, da wollen wir nicht hin. Filter wechseln. Sauber. Nur vor die mutierte Anten da. Okay, ja, dann wissen wir ja schon Bescheid. Dann gehen wir da wieder durchbrettern. Katharina, unsere treue Weggefährtin. Durch da! Kaboom! Hallo! Ah, doppelt gleich. Hä? Ist das zu massiv oder wie? Granaten! Hast noch einer? Okay. Auf. Ja, nehmen wir da ein Viech mit, oder wie?
Hinten? Achso, na, das ist das Ding. Ja. Ah. Scheiße. Wir hätten mit dem Ding durchbrettern müssen wahrscheinlich. Du meinst. Ja. Konnte mir gut vorstellen. Wahrscheinlich können wir das irgendwie zurückziehen. Oder weiterschieben. Aber ich glaube, das kann funktionieren. Hast du denn nicht irgend so eine Anhängerkupplung oder so dran? Nein. Ja, nein. Sowas vergleichsweise, naja, da müssen wir vielleicht irgendwo auf oder rein da. Ah ja. Ah ja, oder so. Was ist nochmal zur Not in der, oder wie? Na, weggeglitscht. Ah ja, was erwartet uns da? Aber die Erde. Oder wir müssen zu es durch. Wieso gehst du in die Tür rein? Sicher nicht rein. Meinst du nicht? Nein. Ich vermute fast schon. Schnauft und so. Müssen wir wahrscheinlich auch bald wieder Fütter wechseln. Also ich nehme an durch die Tür. Meinst du schon? Vermute. Weil da ist blockiert, drüben ist blockiert. Unsichtbare Mauer. Boah. Braver Bub. Sehr gut. Na. Oi. Meinst du durch die Tür? Ja, bin mir ziemlich sicher. Wenn wir da aufgekommen sind. Na. Nicht da, andere Seite. Selbe. Meinst du? Ja. Auf der Seite eine Leiter oder so? Na, sagen wir mal. Hm. Da was übersehen. Oder da gibt's einfach nichts zum Holen. Und vielleicht müssen wir doch bei der vorigen Weiche. Also bei der vorigen Kreuzung, wo wir ja nicht nach links gefahren sind. Da konnte man auch nochmal schauen. Also haben schon cool gemacht, die Katharina da. Mhm. Und sehr freundlich, dass sie uns da helfen mit dem Ding. Da schauen wir mal, nichts übersehen haben. Wir kommen ja auch nirgends. Mal schauen. Ach du Heiland. Achso, das ist nur so ein Ding. Ich hab schon gedacht, was denn da jetzt los? Apokalypse now. Verzieht er sich, ha?
Was denn? Ja, die depperten Viecher da. Es sind ja wieder andere depperte Viecher. Ja. Sehr schön. Passt. Oh! Boah, Schweinshaut! Schweinshaut! Oh! Na! Schade! Verdammt! Sind wir bei Nummer 2? Da haben wir einen kurzen Pfirsich. Hätten wir doch andere Buffen noch mitnehmen sollen. AMG? Verdammt, ja. Ja. Geht ja so auch. Ja. Noch einer ist mir immer schlauer. Fuchs. Ein schlaues Füchschen. Sind aber auch widerspenstig hier. Okay, dann haben wir das noch da. So, ist jetzt noch einer. Boah, du Drecksau. Schön. Haben wir gerade erledigt. Ja, brauch nicht herumrühren. Das ist Wurst. Ja, als ob es geschmeckt hättest, gell? Boah, er fliegt dich da an, hörst. Sehr gut. Adrenalin hilft immer. Da war noch leicht liegen. Ja. Oh, das schau her. Neuer Eintrag. Ja. Ah. Mhm. Was? So Dinge zu behalten, ungefähr. Ah, okay. Weil vielleicht sind da in die Zettel Hinweise, wie man da weiterkommt, was der? Okay, also das war das, was wir da alles erledigen haben können. Oder kommt man da auch wieder hinten? Nein. Gut. Dann schauen wir nochmal. Da gibt's auch noch eine. Ja. Muss schon wieder. Nur kein Stress. Ja, Gott sei Dank haben wir genug eingesammelt, ha? Mhm. Da liegt der noch da drin, oder? Fünf. In dem Kastel. 5 Minuten. Da links. Ja. Passt. So. Ja. Die Ratten. Boah. Boah. Ach du Scheiße. Magst du nicht rein, nein, oder was? Nein, weiter. Ja, geh halt rein. Boah. Vielleicht müssen wir da rein, damit wir da weiterkommen. Scheiß die Wandern. Na, sowas hast du, Alter. Ja. Da kommt er jetzt wieder. Da war überall. Da liegt einer. Wow. Ah, da wären wir wieder verhuckt da drin, oder? Mhm.
fuck, ey. Die werden ja alle zu Fleisch. Solche Momente finde ich es ewig schade, dass wir nicht mit Facecam spielen. Ah, wunderherrlich, ja. Schön. Herrlich. Ah, war schon ein bisschen gruselig, ja. Kann man nichts sagen. Es ist schon wieder sowas. Das gibt's ja nicht. Ah, wei, Hauptsache. Hä? Kennst du aus? Boah. Okay. Ist nur einer vorerst. Draußen schaut es eh relativ clean aus. Alles sind ja alle an der Oberfläche. Okay. Ja, wisst mir schon, dass ihr da seid. Keine Panik, wir kommen, um euch zu erlösen! Hey, der hat Angst. Ah, da ist ein Blackie. Wenn er im Schotten ist. Das kann es doch nicht gewesen sein. Naja, bitte. Ja, das war schon gut gedacht. What the fuck? Yes, yes, ja. So. Und ram das eine. Weil da kommt der nächste. Sauber. Doppelschuss. Ha? Doppelschuss. Ja, kannst du mit. Boom. Kannst du mit beiden. Mhm. So. Irgendwas wird uns schon noch überraschen da. Aber wir sollten uns vielleicht alles anschauen, weil im Endeffekt. Pulsiert irgendein Junkfehler da in der Ecke. Ja, ist schon gut. Auch nicht immer grölen wie so ein Gröler. Ist ja grün. Ah ja. Computerbildschirm nicht mit. Gratis. Ja. Konnte man eine Eiche brauchen. Mhm. So, sehr schön. Ja, ist schon. Schon wieder. Mhm. 5 Minuten schon wieder um. Jetzt sind nochmal drucken, gell? Na. In der Mitte? Drüber? Mag er nicht. Ja. Weiter. Werden wir wahrscheinlich bewusst nicht durchkommen. Oder so. Ja, dann kommen wir bewusst nicht durch da. Gut. Dann geht's da nicht weiter. Meinst? Mhm. Das ist eine Chance. Aber da. Nee, nicht. Auch nicht. Guti. Dann müssen wir wieder zurück. Zurück. Das ist ja dann gar nichts. Außer wir müssen übersehen. Da irgendwas. Vielleicht. Eventuell. Ah. So. Gar nicht. Da kommen die Viecher einer. Da kommt man auch noch in den Raum um mich. Ach du Scheiße. Obwohl es hell ist, ist das ziemlich unheimlich da, muss ich sagen. Aber die Frage ist halt, wie wir da vorne weiterkommen dann.
Kann man da einige? Schauen wir uns das halt noch an. Ah, schau an. Aha. Aber lass dich nichts öffnen, oder wie? Wo? Boah! Boah! Scheiß die Wandern! Jetzt hat's mich gehabt. Ich hab ihn getroffen. Sehr gut. Wohl verrissen. Boah, alter Vater, hey. Das ist auch schon so ein Gespür, hörst. Servus. Grüß dich. Aha, und das war's jetzt. Ja, komm. Na, wie kommen wir da jetzt weiter? Ah, ich sag das mein Herz. Na. Jetzt bin ich wieder munter. Naja. Genau, wie schon mal drüber, da hast recht. Arthur. Ich kann mich voll Karacho nochmal reindonnern, oder? Nein, das geht ja nicht, da stellt sich ein Motor ab. Ja. Dann schauen wir mal auf dem Weg dorthin irgendwas übersehen haben, kurz vorher vielleicht, weil ich glaube, das sind alles. Huch! Huch! Weil ich glaube, das sind alles solche Zusatzsachen. Wo du manchmal was kriegst und manchmal schaltest du halt irgendeinen Generator frei oder so, was sind denn die Gerüste auf der Seite? Kannst du vielleicht nicht aufgreifen davon? Nein. Aha. Ja, das ist noch ein Bug. Spencer! Kannst du im Prinzip gleich wieder Masken wechseln, das ist ja Wahnsinn. Da waren wir eh drin. Ja, ja, das sind nur die. Das sind nur mit den Nerven, die sind schon tot, keine Angst. Aber da hat's irgendwas auf sich. Warum sollte der Zug da rechts um mich fahren? Da stellt sich der Motor ab, wenn wir dagegen fahren. Oh! Ja, jetzt geht's. Also mit mehr Schwung einfach. Na ja. Oh, halt dich fest. Pavelsgruppe Rybzotretjakowskaja vor, auch als Venedig bekannt. Sie haben ein paar Stunden Vorsprung und bewegen sich durch häufig benutzte Tunnels. Aber ich werde sie einholen. Ich kann es mir nicht erlauben, es nicht zu tun. Natürlich kannst du es dir nicht erlauben, es nicht zu tun. Werter Arthur. Ah, da hat es uns aber ordentlich reingebröselt, ne? Bremsen war der Hit gewesen. Ja, da steht sogar. Nein, ich weiß nicht, ob da jetzt solche Insekten, die komisch Blutsaugen, helfen würden. der kurze fragende Blick zu mir rüber und dann so, na. Das hast du jetzt nicht. Das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Nein, das hast du nicht gesagt. Ach, schau, oder? Was denn? Was wir jetzt verloren haben, oder wie? Nein, wo wir da hinkommen. Wo kommen wir da hin? Super, es sind nur die Buffen. Wir haben da durchkraxelt, oder wie? Mhm. Das hat so den Anschein, ja. Ah, nein. Na ja, gut. Echt viel hat es da nicht gebracht. Was ist denn das für eine Schrotflinten? Ja. Jetzt hör mal auf mit deinen Schrotflinten. Sind zwar effektiv, aber wenn viele Feinde kommen, dann wird es langsam. Ah, die hat 6 Schuss, okay. Oh, der Bolzen schnellt da so geil ins. Wenn er nachladen braucht er ein bisschen halt. Aber es hält sich in Grenzen. Ist im Rahmen, sag ich jetzt einmal. War diese Fliegen, ha? Hm. Gehen wir da noch vorne mit dem? Sicher. Oh. Oder? Das ist am Sack, das Ding. Hä? Ah! Weiter nix! Servus! Schon wieder? Ja, warte noch. Erst wenn der Schnaufen anfängt.
Oh. Ah. Aha. Okay. Mist! Gott verdammt! Wer ist da? Stehen bleiben, sonst schießen wir. Wir sind bewaffnet. Wir auch. Wir sind bewaffnet. Schwör bei Lenins Namen. Er sieht nicht wie ein GB aus. Die Uniform ist mir fremd. Könnte er einer von unseren sein? Schau dir all die Waffen an. Nicht schießen, Kumpel. Wir sind Zivilisten. Hier sind Frauen und Kinder. Leben und leben lassen, okay? Wir sind Flüchtlinge von der roten Linie. Ich bin hier der Chef. Im Prinzip. Obwohl niemand unter meinem Kommando steht. Alle einsatzfähigen Männer sind mit der anderen Karawane gegangen. Einen halben Kilometer voraus. Die dachten, die würden uns beschützen. Aber sie wurden angegriffen. Wir haben die Schüsse gehört. Sie haben nachgelassen. Aber es sieht nicht so aus, als ob unsere Leute überlebt hätten. Also können wir nicht weitergehen. Und wenn wir zurückgehen, steht da ein Feuertrupp für uns bereit. Du siehst aus, als hättest du schon einige Kämpfe gesehen. Kannst du uns helfen? Nicht meinetwegen, wirklich. Aber ich habe Angst um die armen Kinder. Was wissen wir denn schon? Wie sollen wir ohne sie leben? Vielleicht leben sie noch. Begrab sie noch nicht. Aber die Schüsse waren so laut. Und jetzt hört man gar nichts mehr. Und was, wenn sie gewonnen haben? Warum? Warum kommen sie da nicht zu uns? Ich glaube, du machst die falsche Hoffnungen, Frau. Lass uns einfach warten. Glaubst du, die... Das ist nicht so eine gute Idee. Die haben alle umgebracht? Könnte sein. Könnte aber auch schlimmer sein. Top. Wie? Nie schlecht, wenn man da ein Maschinengewehr dabei hat, ja, ne? Hat man wenn gemerkt. Wenn Naivität rollen würde, müsste man dich den Berg hochbremsen. Helfen wir nun unseren Leuten oder was? Ich schmecke nur von was deiner Mutter. Was sollen wir beide zu zweit denn schon ausrichten können? Wenn hey, wenn's sind, uns im Gepäck habt, dann kann euch nichts passieren. Dann machen wir uns mal bereit. Außer wir werden paradox und sehen Geister. Wer soll denn sonst die Frauen und Kinder? Dann sind wir die Ersten, die dahin sind. Aber wir können doch nicht zulassen, dass die Banditen unsere Leute abschlachten. Ja. Dieser Fremde wird uns helfen. Er sieht immerhin so aus, als könnte er 20 von euch aufwiegen. Ja. Du bist ein Idiot, dass du deinem Andri, dem Waffenschmied, geglaubt hast. Idiot da. Das ist sicher, man kommt in 0, nichts dahin. Und du hast mich hierher wenn gesetzt. Du eine Waffe brauchst, dann komm wieder. Haben wir schon erledigt, haben wir schon erledigt. Danke, knall damit ein paar Banditen. André ist ein Heiliger. Er hat uns alle es ist quasi sozusagen so ein Nomadenvolk. Ja, er hat uns rausgebracht, damit Banditen uns überfallen. Komm wieder, U-Bahn-Kanal. Wie zum Teufel hätte er vergleichsweise jetzt so. Auf die Ort. So was. Jetzt habe ich die Kleine nicht mehr. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube, die habe ich verkauft. Ja, wurscht, oder? Hey, 330. Naja, dann schauen wir mal, oder? Kannst die Gasmaske eigentlich runter tun? Sag mir, Jascha, warum bist du geflüchtet? Wegen der Mobilmachung natürlich. Ein Junge in deinem Alter sollte mit Gewehren nichts zu tun haben. Die haben naja, unsere Katharina. Aber dann wurde ich zum Dienst gerufen. Ja. Mama sagte, dass ich bei meinem Glück ins Gras beißen würde, sobald ich die Front erreiche. Also steckte sie mich in diese Karawane. Also schau mal ganz gut aus eigentlich. Ein kleines Kind. Kannst du hier kaufen? Ah, 5 und 1 kommen noch. Ich finde, wo findet man sowas schon? Findet man eh genug unterwegs, oder? Ich habe ihnen 20 Jahre gedient. Da die jetzt einmal so sagen halt. Die gaben mir eine Rente. 100 Gramm. Was du nicht alles sagst. Ja, eh. Granaten können alles erledigen. Sie sagen. Wie schade, dass du nicht genug Platz hast. Tja, das ist wirklich schade. Und gegen den Hunger entschieden. Leiden, sollen wir losfahren oder was hält euch da? Oder habt ihr hinten irgendeinen Auftrag für uns? Also, weil der Krieg kam und unsere Station lag genau im Weg. Im letzten Krieg sind die Leute geflüchtet. Weil sonst darf ich einfach mal weiterfahren. Gut, ich wünsche euch was. Was?
Was zum Teufel war das? Noch mehr von diesen Narben? Erledigen Sie später.